liebe Fans, damit haben wir jetzt schon erkannt, wer der Gegner von Goldberg sein wird, der in beeindruckender Weise durch die WCW und all ihre Wrestler marschiert. Glacier, ein Hoffnungsträger, lange Zeit bei World Championship Wrestling. Er muss sich jetzt gegen einen neuen Hoffnungsträger beweisen, nämlich gegen Goldberg. Da bleibt einem ja gleich die Spucke weg, liebe Fans. Da staunen wir beide hier gerade. Glacier beginnt eindrucksvoll gegen Goldberg, aber vielleicht war das auch nur ein Strohfeuer, denn nein. Er scheint dran zu bleiben, Nick. Er will es wirklich wissen. Meine Herren. Geblockt und turn around, turn out. Neckbreaker von Goldberg. Ja, und da reißt er die Augen auf seinem Motto. Hallo, na, alle da? Klar, ein Heimspiel, Olli, du hast es gesagt, für ihn. Ein Heimspiel in Oklahoma, der Mann aus Tulsa in Oklahoma, also faktisch hier zu Hause. Wäre es nicht peinlich, hier gegen Glacier zu verlieren? Sieht nicht so aus. Also Glacier ist nun wirklich, was seine Martial Arts Fähigkeiten angeht, ein Könner. Seine Kicks sind bestimmt nicht ohne, aber das prallt alles an Goldberg mehr oder weniger ab. Und der hat hier gleich die passende Antwort, nämlich den Jackhammer. Und tschüss, Jack. Und Hammer. Das war's. Eins und zwei und lockere drei. Gala-Vorstellung für die Fans. Ich denke auch mal aus der Heimatstadt, da werden viele angereist sein, um Goldberg hier siegen zu sehen. Wow, und das gegen Glacier, einen ehemaligen Hoffnungsträger bei World Championship Wrestling. Er ließ es so einfach aussehen. Ein Spear Tackle, ein Jackhammer und schon war das Ganze gegessen. Wer ist eigentlich der Nächste? Ich meine, Goldberg hat schon so viele Wrestler besiegt. Irgendwann muss er doch mal auf einen Mann wie, meinetwegen, Diamond Dallas Page treffen. Ja. Oder Jim the Anvil Neidhart. Das ist natürlich auch die Frage, ne? Who's next? Das ist sein Motto. Brauche ich ihn? Ich glaube, den müsst ihr nur mit dem kleinen Finger antippen. Wenn überhaupt. Oh nein, Herr Goldberg, ich habe gar keine Lust, ich lege mich hin.